log über seinen Lebenslauf und wurde von der US-Bundesjustiz angeklagt. Jetzt ist der skandalumwitterte Abgeordnete George Santos aus dem Repräsentantenhaus geflogen. Die Kongresskammer stimmte mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit für einen Ausschluss des 35-jährigen US-Republikaners. Santos war bei den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr für einen New Yorker Wahlkreis ins Repräsentantenhaus gewählt worden. In der Folge gab es immer neue Enthüllungen über teils haarsträubende Falschangaben in seinem Lebenslauf. So dichtete er sich einen Abschluss von einer Elite-Universität und eine erfolgreiche Hochschul-Volleyball-Karriere an. Auch behauptete er fälschlicherweise, für renommierte Bankhäuser gearbeitet zu haben. Im Mai wurde Santos unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Im Oktober wurde die Anklage ausgeweitet. Santos plädierte auf nicht schuldig. Santos ist erst der 6. Abgeordnete der US-Geschichte, der aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wird. Jetzt muss das freigewordene Mandat in einer vorzeitigen Neuwahl besetzt werden. Das könnte die knappe Mehrheit der Republikaner in der Parlamentskammer weiter schmälern.